Ich sollte echt aufhören, zu DM zu gehen. Hey Leute, ich war wieder bei DM. Und da habe ich einiges gekauft. Ich bin ja wirklich dreimal die Woche oder so und das muss aufhören. Aber ich habe ja auch in meinem vorletzten Video gefragt, ob ihr mir ein paar Dinge empfehlen könnt. Und es haben mir so viele von euch tolle Produkte empfohlen, dass ich jetzt einige unbedingt kaufen musste und die dann demnächst mal austesten werde. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was ich so Tolles bei DM gekauft habe. Als erstes habe ich mir einen Tangle Teaser gekauft. Ich bin, glaube ich, die letzte Person auf dem Planeten, die jetzt auch mal so ein Teil besitzt. Und ich habe mir den auch nur gekauft, weil ich meine andere Bürste verloren habe. Also das hört sich jetzt echt blöd an, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Und deswegen habe ich mir jetzt für 15 Euro diesen Tangle Teaser gekauft. Ich hoffe mal, dass der total toll sein wird. Und ich freue mich auf jeden Fall, den zu benutzen. Dann habe ich mir zwei Nahrungsmittel sozusagen gekauft. Und zwar einmal diese Honig-Reiswaffeln. Die sind so lecker, weil die ein bisschen gesüßt sind und dann kann man die auch pur einfach essen und ja, die habe ich irgendwie immer in meinem Einkaufskörbchen. Genauso wie die Bulgur-Pfanne, die ist auch immer in meinem Einkaufskorb und die schmeckt einfach richtig lecker. Ich mache meistens halt noch irgendwelches Gemüse rein und Tomatensauce dazu und dann schmeckt das so gut. Eine andere Sache, die ich auch unbedingt gebraucht habe, ist neues Haarfärbemittel und zwar ist das wieder von Garnier Nutriss. Die Farbe extra kühles Hellblond, also das habe ich auch jetzt drauf und man sieht schon total krass, dass ich so einen Ansatz habe und das sollte ich auf jeden Fall mal nachfärben. Okay, mal gucken, was hier jetzt noch alles drin ist. Dann habe ich diese erfrischenden Reinigungstücher für normale und Mischhaut gekauft. Die sind da immer ganz am Ende da an der Kasse und die finde ich eigentlich echt gut. Die entfernen auch das Make-up richtig super. Und die kosten, glaube ich, auch weniger als 1 Euro. Jetzt kommen wir mal zu den interessanteren Dingen, würde ich sagen. Ich habe mir nämlich die All Matte Plus Foundation gekauft, weil mir die so viele von euch empfohlen haben. Und ich bin richtig gespannt, wie die denn so aufgetragen aussieht. Ich habe jetzt die Farbe 020 genommen. Ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist, weil die hatten auch die 010 gar nicht mehr. Also da waren kaum noch Foundations von da. Aber ich freue mich auf jeden Fall, die austesten zu dürfen und ich hoffe mal, dass die gut ist. Bei meinen Tarn benutze ich die Healthy Mix Foundation von Bourjois und die geht schon fast leer und die gibt es ja auch hier leider nicht zu kaufen. Dann ist hier noch ein Antitranspirant Stress Protect Deo von Nivea drin. Das habe ich eigentlich auch immer ja, dabei, weil das kann man super in seine Handtasche packen und überall mit hinnehmen. Und ich finde, das riecht auch eigentlich ganz angenehm, also sehr frisch. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier kramen, weil ich habe mir noch ein bisschen Kosmetik gekauft, obwohl ich ja eigentlich schon viel zu viel habe. Ich habe mir nämlich einmal von P2 aus der Beauty Rebel Limited Edition so ein Puder gekauft und ich finde das vom Design so cool gemacht. Und es ist halt so ein kleines Schwämmchen und da ist hier Puder drin und hier ist halt dieser Schwamm und dann kann man das super halt da so, ja, keine Ahnung, mit auftragen. Und ich finde halt das Design echt schön, weil das auch noch so einen Spiegel hat und ja, da freue ich mich drauf, das zu benutzen. Ich habe das übrigens in der Farbe Honest Nude. Dann wollte ich mir auch unbedingt nochmal einen neuen Eyeliner kaufen und ich habe mich dann entschieden, mir einen von P2 zu kaufen aus dieser Fantastic Chrome Reihe und der ist in der Farbe Black Granite oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Und der sieht so toll aus. Also ich habe den auch jetzt gerade drauf. Und ich finde, der passt echt gut zu meiner Augenfarbe. Ich hoffe mal, dass der nicht so smudged. Aber bis jetzt gefällt er mir eigentlich ganz gut. Und die letzten zwei Produkte sind auch Empfehlungen von euch. Und zwar hat mir jemand empfohlen, dass ich mir mal diesen Lippenstift von Essence angucken sollte. Der ist in der Farbe Wear Berries. Den finde ich richtig schön. Und der ist ja einfach eine total schöne Farbe. Und ich freue mich schon, den tragen zu können. Und das letzte ist noch ein Lidschatten von P2 und zwar aus dieser Mad Dream Eyeshadow Reihe und der ist auch echt sehr schön, der ist in der Farbe Brown Delight und mir hat jemand gesagt bei Twitter, dass ich den mal als Bronzer ausprobieren soll und das werde ich auf jeden Fall mal machen, ich bin total gespannt und weil der halt nicht schimmert, ist das bestimmt ein super Bronzer und ich glaube, der könnte von der Farbe auch echt gut passen. Das war's jetzt auch, ich hoffe natürlich, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat zu sehen, was ich wieder alles so bei DM gekauft habe. Ich sollte echt aufhören. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr zu DM geht. Weil ich glaube, 2 bis 3 Mal die Woche ist echt nicht normal. Und das ist auch nicht gut für meinen Geldbeutel. Aber naja,
das war's auf jeden Fall. Und hier unten seht ihr wie immer zwei andere Videos von mir. Das eine ist mein Draw My Year. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen, weil das war sehr viel Arbeit und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen zu zeichnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder und bis dahin wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Ciao, ciao!